Auf jeden Fall mich, also das da oben wird wohl das Schiff denn sein. Gut. Boah, Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Kann ich hier was machen? Nein. Geh ich mal ein bisschen weiter. Das hier wird dann wahrscheinlich so ein Gegengewicht sein. Für irgendwas. So, und hier sind die Pflanzen, die ihr anbaut, um ein wenig Nahrung zu haben. Tiere gibt es ja hier auch nicht. Also er wird sich wohl nur von Grünzeug ernährt haben. Und das sieht bestimmt echt sehr seltsam aus hier. Was ist denn hier los? Ja, okay. Grüne Flüssigkeit hier. Okay. Kann ich denn sonst nichts machen? Das war's, mehr kann ich da auch nicht machen. Oh, wie schön. Dein Glaube an mich ist bewundernswert, Mutter. Wann wirst du ihn verlieren? Nahrung ist oder so, was der zu sich nimmt. Diese Verflüssigung von den Pflanzen hier, die hier sind. Das Innere von den Knollen da. Dass er das trinkt. Ich würde sowas nicht trinken. Oder ist es was anderes? Wasser da? Ja, sieht ein bisschen komisch aus, irgendwie, falls er mal kurz ist. Darüber kann man nicht. Ja, okay, dann ist hier auch wieder Schluss. Zurück. Okay. Aber das scheint mir echt ein bisschen komisch, ja. Irgendwie sieht das seltsam aus. So, dann müssen wir nach unten, wa? Oder nach oben? Wo gehen wir denn zuerst hin?
Oder da zur anderen Seite rüber, da ist auch noch was, ne? Ja. Das aussieht hier. Das ist doch normaler Stein, aber das ist auch so Kristallstaub oder irgendwie so in denen drin. Kleine Kristalle. Oh, da ist was. Test Nummer 27 beendet. Resultat kontinuierlich. Konsistenz. Da werde ich mal ein Foto machen. Ach, 12,4 ist richtig. Mal gucken, was das bedeutet. Wieder runter. Durch die zweite Wolkenschicht, wa? Geht's noch weiter runter? Aha. Oh, und da pennt er. Auch wieder so ein Schachbrett. Was soll denn das? Du hattest mich, Vater! Du hattest mich! Und jetzt lässt du deine Königin völlig ungedeckt stehen? Die Nara-Schachfiguren zu bekommen, war eine größere Herausforderung als das! Mhm. Und da ist eine Königin, futsch. Da ist eine Königin. Ist die ungedeckt? Nicht so. Ja, hier kann man auch nichts bewegen. So lassen wir das so. Ich weiß nicht, was das auf sich hat hier. Kristall. Damit.
Kann ich hier... Achso. So. Labor hat gewackelt. Soll ich das auch mal fotografieren hier, nur als Sicherheit? Alles fotografieren, dokumentieren und so alles hier, alles dokumentieren. Zack, zack, zack. So, das sind aber hier zwei Blätter, die ich hier wegdrehe. Das sind zwei Blätter, was soll denn das? Das kann ich gar nicht vorstellen, wieder. Schade. Oh Mann. Und zu. Oh, was? Boah, so viel hier. So, fotografiert. Fertig. Oh, ein Stuhl. Grün, blau, so weiß, durchsichtig, schwarz. Okay. Aber die leuchten nicht, so wie die anderen jetzt alle hier. Und warum? Weil da keine Elektrizität drin ist. Weil die keine Energie haben, also gespeichert haben. Deshalb leuchten die auch nicht. Mhm. Und das war's hier, aber. So, ja. Okay. Leite Test Nummer 29 ein. Das sollte es sein. Das sollte es sein. Oh, das ist was schiefgegangen. Moment, kurz. Kurz einen kleinen Booster machen und das Kabel vom Headset ein bisschen beiseite legen. So, ja, ich war ja auch krank bei den Ostern, stimmt, habe ich auch vergessen zu sagen. Zu Ostern war ich auch krank, hatte ich also deshalb auch die Aufnahme verschoben und daher auch, ja, nur mal kurz am Rande hier. So, jetzt haben wir hier aber alles. Weil diese ganzen Stahl, Quatsch, Steinsäulen kaputt. Wer war das? War das die Explosion? Ja, ja, ja. Mir ist ja auch nicht. Darunter geht's nicht, also ich riskiere das mal nicht. Auch wenn ich gerne was riskiere. Aber das nicht. Nein. Das ist zu viel. Ich will jetzt mal die Treppe nach oben. Wo ist denn die Treppe? Da, Leiter. Da. Oder gehen wir mal erst runter.
Nee, ich will zum Schiff.